wir einfach Sport machen können. Hier draußen zusammen in der Halle, wo es geht. Und dass wir uns wieder sehen, dass wir das feiern, wenn es aufhört. Ja, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass wir endlich wieder Sport machen können, zusammen. Die Spieler, unsere Tischtennisspieler wieder in die Hallen können, spielen können. Handballer, Tischtennis oder Basketballer sind, denen fehlt das Training. Alle in unserem Verein hier wieder trainieren können, wieder fröhlich sind. Und wir wollen natürlich, dass der Sport in unserem gesamten Verein, wir sind ja weit über 1200 Mitglieder, wieder stattfinden kann. Ab der ersten Welle, wie das immer genannt wird, hat Corona die Abteilung zusammengeschweißt, was ich nie geglaubt hätte. Es wurde zusammen trainiert, es wurden zusammen Internetaktionen gemacht. Da haben wir echt ganz viel gewuppt, wir haben ganz viele Online-Challenges gemacht. Wir sind zum Beispiel virtuell mit meiner Laufgruppe von Berlin nach Paris gelaufen. Wir haben das Glück, dass ein Teil unserer Spieler mit im Landestraining mit dabei gewesen sind. Das heißt, die durften weiter trainieren. Und wir sind dann dabei, Kleinstgruppen aufzubauen, wo ein Übungsleiter sich mit 3, 4 Kindern beschäftigt und diese dann sportlich an unsere Ziele heranführt. Dass es vorangeht, dass offensichtlich die Zahlen ja auch wieder sinken im Augenblick. Die langsame Öffnung nach außen. Der Rücklauf aus den Gruppen und aus den Abteilungen so, dass sie alle weitermachen. Unsere Zusammenarbeit mit dem Landessportbund, mit dem Bezirksamt Treptow-Köpenick. Und dass die Leute sich immer noch füreinander interessieren und wirklich ein Stück weit Freunde auch teilweise sind, das finde ich sehr schön. Das ist eine super Erfahrung, die mir Mut macht.